Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Black Mesa mit den gewöhnlichen Frame Drops in der ersten Episode. Headcrabs. Ist das da Zen? Ist das da der Kram, der fehlt? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob ich das hier herausfinden will. Scheint bin ich auch wieder da lang gelaufen, wo ich lang muss. So zufällig. Aber ich mag die Sektion hier schon irgendwie recht gerne. Bin mir jetzt unsicher, ob das gut war. Immer noch unsicher. Relativ sicher, dass es nicht gut war. Ich glaube, das war nicht so gut. Das Viech einfach so zu töten! Was ein Ficker, ey! Alter! The fuck? Von wo kam denn der Schuss, bitte? Was habe ich denn jetzt hier? Okay, jetzt habe ich eine merkwürdige Waffe. Angst? Warum fängt jetzt diese Musik an? Okay. Was auch immer hier dieses Ding jetzt macht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden es herausfinden. Wie kriege ich das jetzt? What? Okay. Verstehe ich nicht. Verstehe jetzt nicht so genau, was da jetzt, wo ich jetzt diese Munition wieder herkriege und warum die Waffe jetzt so viel geiler sein soll als die anderen, die ich habe. Alter! Was geht denn ab mit den Viechern, Mann? Okay. Vor allem, was ist denn hier drin Wichtiges? Ist doch nichts. Okay. Und das macht jetzt? Das leitet die Energie irgendwo hin. Allem Anschein nach. Aber wohin? Muss jetzt hier das Ding auch. Ja, wo war jetzt das andere Teil? Wo die Idioten waren. Hier rum, ne? Ja. Hier war das. Und hier muss das, glaube ich, jetzt auch anstellen. So, und jetzt ist da, glaube ich, vorne irgendwas passiert auch. Wenn ich jetzt diesen Strahlen folge. Ich denke, in dieses Labor rein. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Anscheinend nicht. Okay, dann einfach weiter.
und gucken, was die Strahlen jetzt machen. Okay. Ey, was? Okay, ich brauche noch 3 und 4 anscheinend, um das in Betrieb zu nehmen. Wenn ich das jetzt mal richtig sehe. Ah, okay, die geben jetzt auch hier. Ah, interessant, okay. Hätte ich vielleicht mal vorher sehen können. Und jetzt müsste eigentlich die Energie komplett da sein für dieses Ding. Und dass ich das feuern kann. Was auch immer das jetzt da macht. Ah, okay, ich soll jetzt das Ding, wenn das jetzt wieder hochkommt, dann soll ich hier einfach nur den Stecker ziehen. Damit das Teil nicht mehr, oh! Das war jetzt Munition für diese Megawaffe. Damit das Ding nicht mehr runtergeht. Und ich durch die Wand durchbreche anscheinend. Glaube ich jetzt mal. Bin mir unsicher. Ja, da scheint es durchzugehen. Okay, wo sind wir hier? Ich würde gerne immer erstmal so ein bisschen die Lage sondieren, bevor ich irgendwie in so einen Raum reinresche. Vielleicht am besten auch, bevor ich so eine Ladezeit habe, die mich unterbricht. Aber ja, man wird ja noch träumen dürfen. So, da vorne ist eine Medi-Station anscheinend. War ich an der schon? Das sieht so aus, als wäre ich da schon gewesen. Ah, hier bin ich. Hello, scientist. Oh, thank God. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peters switched it on, but I'm afraid he never made it back. Okay. Wo ist denn da der Ausschalter? Das war's nicht. Okay. Man lernt dazu. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Kann ich da einfach drauf schießen? Jetzt ist es aus. Yes, fantastic. This way. Das Geheimnis heißt wohl wirklich Timing. Und du rennst halt wirklich hart weit vor. Mein Freund, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber von mir aus kannst du das gerne machen. Hier ist nochmal was, was ich übersehen habe. Anscheinend. Ja, Digga, Ah, hier sind wir. Ich höre einen Helikopterer. Raven? Raven? What's happening in there? Talk to us,
Hey Leute, was ist denn das bitte? Nee, das war jetzt glaube ich nicht so intelligent. Sollte ich vielleicht anders lösen? Der hier am besten. Alter, was ist denn los? Ja, da hat es mich gerade aus dem Game einfach rausgeworfen. Na, wenn man halt so awesome ist. Ich höre mal auf den Heli. Na? Muss anscheinend erst hier triggern. Ich habe hier auf jeden Fall die etwas bessere Position als irgendwo da vorne. Wo ist er jetzt? Da hinten sind sie. Okay, ne? Alles zerfickt? Nee, natürlich nicht. Alter, wo ist der Typ? Ey, ernsthaft? Von wo schießt der Bastard? Hier ist einfach niemand. Was ist jetzt los? Hä? Hier ist doch niemand! Ernsthaft? Von wo schießt hier jemand? Ey, da oben! Da oben stehen zwei Leute und schießen die ganze Zeit! Also bitte! Was ist das denn? Sind immer noch die beiden da oben? Ja, das sind immer noch die beiden da oben. Alter, was ist denn... Alter, das gibt's nicht. Mann. Ey, ich hab das eben so viel besser hingekriegt, wenn ich die Typen da oben gesehen hätte, verdammte Scheiße. Von wo noch? Da wächst nur ein ab.
Nein! Wie kann denn... Was mache ich denn hier bitte? Ich habe das eben so gut gemacht, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, komm, ey. Kann doch nicht wahr sein, was ich hier gerade mache. Das kann doch nicht wahr sein. So, die erste Welle schaffe ich immer ganz gut. Ey, ich schwöre euch, wenn ich mehr von dieser scheiß Munition hier hätte, dann ist alles kein Problem. Alter... Ja, komm. Da vorne sind noch welche. Ja, komm, von... Alter! Das kann doch nicht wahr sein, Digga! Was mache ich denn die ganze Zeit hier verdammte Scheiße falsch? Ey, ich treffe eigentlich relativ gut sogar. Wie mich das anfickt, ey. Wie mich das anfickt. Ja, wieso haben die denn so gutes Aiming mit diesen Dreckswaffen? Können wir das mal bitte einem erklären? Alter! Wie will ich denn bitte so zielen können? Das ist schön, das ist die Munition wieder. Alter, nicht wirklich, oder? Alter. Bitte. Oh, das war's jetzt auch mal. Scheint zumindest so. Ja, das meint. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone.
Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda Labs. Okay. Gut, Ladezeit, die nächste. Ich bin gerade ein bisschen pisst mit mir, dass ich das nicht so gut hingekriegt habe gerade. Ja, komm. Ey, natürlich, Jungs. Alter, von wo schießt denn... Wie kann es denn sein, dass ich zwei Schritte aus dieser fucking Tür rausgehe und direkt verdammte Scheiße abgeschossen werde? Was ist denn das bitte? So. Ich würde mal gucken hier. Und es ein bisschen sneakier anstellen als eben. Und beten und hoffen, dass wir durchkommen. Ja, komm, ey! Klar! Natürlich ist da oben ein Selbstschussgerät. Logisch, und schießt nur auf mich. Ja, komm, alter Digga, was ist denn das? Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich krieg nicht mal die Möglichkeit, hier irgendwie rumzusneaken. Ich krieg sofort in die Fresse, wenn ich hier rauskomme. Ich sehe die Leute noch nicht mal mehr. Auf der anderen Seite noch Scheißgeschütze. Alter. Was ein Abfuck, ey. Manche Spiele ficken mich einfach nur an und das gehört gerade irgendwie so ein bisschen dazu. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt so ein bisschen hier genervt bin, aber. Es ist gerade einfach nur. Es ist, nö. Ich mag ja schwere Spiele, aber das nervt langsam echt ein bisschen. Gerade halt diese unfairen Dinger hier. Na gut, man fühlt sich dann doch ein bisschen heldenhafter. Wenn es denn dann auch wirklich... Ja, wenn was auf dem Spiel steht. Ja, komm! Nicht mal um die Ecke. Ich habe nicht mal meinen Satz fertig bekommen. Ey, Langers! Ist nicht euer verfickter Ernst, oder? Neun Life, Mann. Ja, komm. Gib's mir halt. Gib's mir halt hart. Kein Ding. Ich kann's verkraften, Digga. So, bevor ich jetzt um diese Scheißecke gehe, beenden wir die Episode und sehen uns dann in der nächsten wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.